Heute um 19 Uhr ist ein neues Event im Event gestartet. Wir haben das UCL-Event, aber heute noch ein extra Event bekommen, und zwar diese Silber-Serie mit wirklich krassen Silberstar-Karten. Also wir haben heute auch eine Karte dabei, die wir uns jetzt gleich anschauen. Die hat mit einem richtigen Chemistry-Style Stats wie Flashback Neymar. Es sind wirklich geisteskranke Karten. Sogar ein Kevin De Bruyne hat eine Flashback Silberkarte bekommen. Das ganze Event, worum es da geht, was ihr machen müsst, um solche Karten zu bekommen, das schauen wir uns jetzt an. Es werden heute nach dem Video 3 kommen, also 4 Videos heute. Wir werden über 2 Spieler jetzt reden, dann über eine extra Aufgabe für Packs und dann nochmal über 2 SBCs einzeln. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Content. Also lasst hier ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über jedes Video einzeln informiert. Könnt schauen, habe ich Bock drauf oder nicht. Genug dazu, wir gehen jetzt rein in das erste Video von heute. Und zwar geht es um 2 Brasilianer zum Mitnehmen. Und Rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir haben jetzt noch so ein kleines Nebenevent bekommen im sowieso schon vorhandenen UCL-Event. Heute ist Freitag, dicker Content, und ich finde den Content sehr, sehr cool, und zwar Silberstars Serie. Die ist heute gestartet vom 4. März bis Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch, 9. März, Jungs, ja. Es ist auf jeden Fall ein cooles Event. Wir kriegen jetzt jeden Tag neue Silberstar-Inhalte in Form von Aufgaben oder SBCs. Hier die 3 Spieler: Rainier De Bruyne als Silber Flashback und Giordino. Ich glaube, er wird so ausgesprochen. Und wir gehen es rein. Heute kommt einiges an Videos auf euch zu. Es werden 3 Videos kommen, also hört zu, was ihr alles braucht. Ich werde euch die SBCs vorstellen. Rainier De Bruyne, das werde ich euch vorstellen. Wir werden heute in den Videos reden, einmal über die 2 Silberstars Aufgaben und über die Silberjagd, wo ihr Packs bekommen könnt. Insgesamt werden das heute 4 Videos, also einmal die beiden zum Spielen, einmal die Silberjagd und einmal ein Video mit Rainier und einmal mit Kevin De Bruyne. 4 Videos, also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keins, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein mit den beiden Silberstars. Es sind 2 zum Spielen, die schauen wir uns jetzt mal an, 2 Brasilianer, die kann man direkt linken. Thales Magno, ein LM mit 92 Pace, 87 Dribbling, 81 Schuss, das sind Werte, die sind nicht üblich für einen Silberspieler. Die haben natürlich auch krassere Werte. Und vor allen Dingen 5 Sterne Skill, 4 Sterne schwacher Fuß. Wenn ihr die Neymar SBC nicht mitnehmen konntet, nehmt euch den mit. Man kann ihn jetzt nicht direkt mit Neymar vergleichen, aber er hat genau wie Neymar 5 Sterne, 4 Sterne, und die Stats sind zu ähnlich zumindest. Also mit einem Chemistry Style kommen wir sehr, sehr genau an die Werte von Neymar, Flashback sogar ran. Nehmt euch die Karte auf jeden Fall mit zum Erspielen. Wir haben hier coole Stats, brauche ich nicht komplett drauf eingehen. Ist einfach ein schneller Brasilianer. Vor allem hier, Schuss 81, nicht unterschätzen, er hat eine Schusskraft von 99, Abschluss nur 75, aber eine Schusskraft von 99, Beweglichkeit 90, also wir haben hier wirklich einen starken Brasilianer. Ihr merkt, ich gehe gerade ein bisschen schnell durch, damit ich heute den ganzen Content auch für euch schaffe. Einfach mitnehmen. Hier sind die Anforderungen auch ein bisschen anders geworden. Wir müssen 3 Aufgaben nur machen. Die erste Aufgabe heißt 5 Siege, gewinne 5 Squad Battles Partien, mindestens auf Profi. Und dabei dürft ihr nur Silberspieler ins Team stellen. Und in Klammern steht hier zum ersten Mal inklusive Einwechselspieler. Sonst ist es immer so mit einer vollen Silberstartelf. Das heißt, ihr habt halt 11 Silberspieler und auf der Bank könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber hier müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich nur Silberspieler habt. Also eure Mannschaft muss, eure Startelf muss voll Silber sein. Und die ganze Bank muss auch voll mit Silberspielern sein. Ich zeige euch jetzt für den Bre nicht extra ein Team. Wir gucken gleich noch die restlichen Aufgaben. Extra ein Team, weil viele Silberspieler werden jetzt in die Höhe steigen vom Preis. Es gibt solche Leute, die man immer empfehlen kann, wie zum Beispiel ein Karim Adeyemi. Ist ein krasser Spieler. Und ich hoffe, ihr habt euch diese ganzen Silberstars mitgenommen, die sowieso jetzt mal spielen gab, weil dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Die nächste Aufgabe heißt, erziele in Squad Battles, da auch mindestens auf Halbprofi, 3 Kopfballtore und stelle dabei nur Silberspieler in die Startelf. Auch hier komplett alles Startelf und Einwechselbank einfach. Die komplette Bank, also ist immer full. Und dann müssen wir 8 Tore vorbereiten in
Squad Battles Partien mindestens auf Profi und auch hier dürfen wir nur Silberspieler haben. Das ist immer so. Immer full, wirklich, merkt euch das bitte. Nicht irgendwo einen Fehler irgendwo auf der Bank jetzt irgendwie noch einen anderen Spieler hinstellen. Nur Silberspieler, wirklich, sonst zählt das nicht. Also ihr braucht 8 Vorlagen, ihr braucht 3 Kopfballtore und 5 Siege in Squad Battles. Hört sich vielleicht auch ein bisschen schwierig an, weil darf man nur mit Silberteam machen, Jungs. Ich mache es immer so bei solchen Aufgaben. Ich suche mir die schlechten Teams raus. Zum Beispiel, jetzt haben wir hier auch ein Full-Silber-Team, nicht mal mit 100 Chemie. Da würde es reingehen, kann man auf Profi, sogar auf Weltklasse wahrscheinlich gewinnen. Dann gucke ich, die anderen sind mir zu schwer. Dann drücke ich einfach Viereck, überspringen. Keiner von euch spielt Squad Battles auf Ernst wahrscheinlich. Deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Für die Karte lohnt sich das definitiv. Ich zeige euch nochmal kurz, was alles Silberspieler sind, weil da gab es auch manchmal Fragen. Zum Beispiel, es gibt ja auch Special-Karten. Also ich denke mal, klar ist, Silberspieler sind halt alle Silberkarten. Erstmal die Silber Team of the Weeks. Ich habe die beiden. Das ist gut, wenn ihr euch alle mitgenommen habt. Ich habe jetzt auch ein paar abgegeben in SBCs. Die zählen dazu. Aber auch, und jetzt passt auf, solche Karten zählen auch dazu. Die beiden. Ein Modest, da könnte man sich fragen, ist es eine Silberkarte? Oder doch eine Special-Karte, weil es ist ja eine Headliner. Jungs, das zählt. Diese Karte zählt, weil es ist eine Headliner, ja. Aber es ist auch eine Silber-Headliner. Ihr müsst einfach gucken, jede Karte, egal was für einen Special-Dings die hat, jede Karte ist eine Silber-Karte, die 74 ist oder niedriger vom Rating. Darauf müsst ihr nur achten. Also ich könnte jetzt einen Schlotterbeck spielen und den Modest und das werde ich auch, weil die sind echt gut. Darauf müsst ihr nur achten und dann habt ihr schon den ersten komplett voll. Gucken wir uns den zweiten an, nur damit ihr erstmal wisst, was erlaubt ist sozusagen, weil ich habe mich auch mal rangetestet, weil ich war mir am Anfang auch mal nicht sicher, zählt das jetzt? Ja, es zählt. Den zweiten ihr dann direkt linken könnt, vor allem er kommt aus der Premier League und die Stats sind sehr, sehr gut. Wir haben hier fast Roulette Gang Stats bei einem Silberspieler. 3 Sterne ist nicht so krass, aber 83 Pace, 80 Schuss, 80 Pass, 85 Dribbling, 88 Füße, so 75 Def, also wirklich fast Roulette Gang Stats Werte. Brasilianer, auch aus der Premier League, also hier wirklich gut zu linken und die Stats sind einfach krass, vor allen Dingen kurzer Pass 97 und ich sag's immer, Mittelfeld ist passend so wichtig, kurzer Pass 97, langer Pass nur 75, ist nicht so gut, aber dafür die 97, geisteskrank, Kopfballpräzision 99, Stärke 91, das ist wirklich krasse Dinger, Distanzschuss, Trippeltechnik, auch den auf jeden Fall mitnehmen, das ist ein bisschen anders, hier müsst ihr die Aufgaben machen in der Silber Lounge. Das ist ein extra Modus, wo ihr sowieso, da müsst ihr auf nichts achten. Das muss Silber sein. Wenn ihr da irgendwas habt, was ihr nicht spielen dürft, dann zeigt euch das an. Ja? Da müssen wir einfach 3 Partien gewinnen im Silber Lounge Modus. Dann müssen wir in 5 separaten Partien treffen. Und dann müssen wir 8 Tore vorbereiten in der Silber Lounge. Das war's schon. Also die beiden Jungs könnt ihr euch noch heute Abend mitnehmen und habt wirklich ein Traumduo. Und ich sag mal so, auf jeden Fall den Thales Magno, den kann man so mit seinen Sets auch in der Weekend League spielen. Safe. Den kann man in der Weekend League spielen. Ich werde mir auf jeden Fall ihn hundertprozentig mitnehmen. Ihn eigentlich genauso. Das dazu, Jungs. Wir schauen uns dann im späteren Video erstmal an die Silberjagd und dann auch Kevin De Bruyne und Rainier. Das dann gleich nach dem Video. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch gefallen. Daumen nach oben. Wir sehen uns sowieso gleich wieder im Video. Bis dahin, haut rein. Aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell tippetippetapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Quatsch. Hülle, Hülle, Dasi, Danja, Adios und Tschö. Sayonara, Yasu, Ciao, Bye, Bye und Adieu.